Ich habe heute das große Privileg, einen Freund bei der Beringung von jungen Uhus zu begleiten. Normalerweise komme ich den größten heimischen Eulen nicht so nahe, sondern betrachte sie aus größeren Distanzen. Aber heute sieht das mal ganz anders aus. Luca, den ich heute begleiten darf, beschäftigt sich intensiver mit Uhus als jede andere Person in meinem Umfeld und hat dementsprechend unglaublich viele spannende Anekdoten, Erkenntnisse und Geschichten zu erzählen. Ich bin der Luca. Ich bin hier im Raum La für das Monitoring der Uhus zuständig. Seit diesem Jahr beringe ich auch, oder ich probiere zumindest die meisten Jungvögel auch zu beringen. Und ansonsten ich interessiere mich sehr für die Ökologie des Uhus. Ich mache Beuteanalysen und ansonsten einfach beobachten und halt die Daten im Rahmen des Monitorings der AGW, also der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg, in dem Rahmen mache ich das halt. Bevor es mit dem Video weitergeht, habe ich noch ein kleines Rätsel für euch. Irgendwo auf diesem Bild brütet ein Uhu auf dem Boden. Schreibt gerne mal einen Kommentar, wo ihr den Uhu gefunden habt oder ob ihr ihn überhaupt gefunden habt. Die Auflösung gibt es dann später im Video. Also das muss man ein bisschen erlebt haben. Also Uhus sind schon natürlich sehr große, imposante Vögel, die aber sehr heimlich leben und als Kind den ersten Uhu, den ich gesehen habe, in der Voliere natürlich, das ist natürlich was ganz anderes, als jetzt einen in freier Wildbahn zu sehen. Aber allein dieser Blick, schon diese großen orangenen Augen und die imposante Größe an sich. Es ist auch ein sehr interessanter Vogel, was die Ökologie angeht. Es ist ein Spitzenprädator. Ja, die Beuteanalyse von Uhus, die gibt einem einen guten Überblick, so was an Beutetieren im Revier vorhanden ist, auch an Populationsschwankungen von Beutetieren. Wenn jetzt zum Beispiel viele Ratten da sind, wenige Ratten, viele Igel, wenige Igel, zum Beispiel dieses Jahr noch gar keine Igel, weil es eben so lange jetzt wieder so ein Kälteeinbruch gekommen ist, wo, denke ich, auch die Igel entsprechend ordentlich drunter gelitten haben werden. Ja, das sind einfach so viele Gründe kann ich gar nicht aufzählen, das ist für mich so mein absoluter Lieblingsvogel und das wird er wahrscheinlich auch noch lange bleiben. Seine Faszination kann ich sehr gut nachvollziehen. Meine Vorfreude steigt schon, als wir in den Wald gehen. Luca führt mich zu einem kleinen Steinbruch, in dem in einer kleinen Nische die jungen Uhus aufwachsen. Aus sicherer Distanz beobachten wir die Jungvögel und die Lage, bevor wir uns nähern. Die jungen Uhus sitzen alleine im Steinbruch, die beiden Eltern vermutlich irgendwo im angrenzenden Wald. Auch wenn wir die Altvögel nicht finden, bin ich mir sicher, dass wir nicht unentdeckt geblieben sind. Um die Störung zu minimieren, muss jetzt alles ganz schnell gehen. So. Hier ist ja herzig. Mit dem Kopf im Dunkeln sind die jungen Uhus direkt deutlich ruhiger. Trotzdem ist jetzt schnelles und sauberes Arbeiten wichtig. Da Uhus als Spitzenprädatoren auch in Kontakt mit Vogelgrippeerregern kommen können, gelten strenge Hygienevorkehrungen für Luca und mich. Ja, ihr seid schon ganz schön aktiv, ey. Luca wird später noch eine Kloakenprobe von den beiden Jungvögeln nehmen, um sicherzustellen, dass die Jungvögel nicht infiziert sind. Die Jungvögel bekommen dann einen Metallring als Art Personalausweis. Dann, wenn man den Vogel wiederfindet, kann man den Wiederfund zuordnen, wie alt er ist, wie weit er geflogen ist und andere Fragen beantworten. Wunderbar. So. Ja, ja, ja. Flugfedern entwickeln. Der schiebt schon. Ja, der ist schon weit. Der ist schon. Wahrscheinlich geht Richtung 30 Tage. So. Ich bekomme schon noch den hier. Den muss man gucken, dass man
gerade ist. Die sind wirklich. BA. Weiß auf schwarz. Ja, das sieht man auch in der Nacht gut. Und jetzt kommt der unangenehme Teil. Jetzt testen wir die Kleinen nämlich noch auf Vogelgrippe. Das wird wie gemacht? Dafür muss ich jetzt leider dem Kleinen hier ein bisschen, ja, das magst du gar nicht, ein Kloakenabstrich machen. Das geht ganz schnell. Zack. Rein da und zu. Direkt mit Kühlakku. Ja. Du bist entlassen, Kollege. Ja. So, du darfst jetzt zurück. Ja, jetzt bist du dran. Du hast die ganze Zeit schon gewartet. Ich hab ja schon zugeschaut. Wer weiß, was auf ihn zukommt. Der weiß, was auf ihn zukommt. Der ist deutlich agiler. Und die Krallen, ne? Das ist. Ja. Ja, die haben Kraft. Die haben Kraft. Wenn der jetzt schon wüsste, was er könnte, dann hätten wir hier ein dezentes Problem. Aber zum Glück kannst du mir mal die Ringe geben. Ja. Dankeschön. BB. Big Booty oder irgendwas. Beruhigen Sie sich, junger Mann, oder eher junge Frau wahrscheinlich, in dem Fall. Von der Größe her? Ja, würde ich jetzt, also kann man schwer sagen, weil die können natürlich auch vom Alter her unterschiedlich sein. Aber bei ihr hier würde ich jetzt eher zu einem Weibchen tendieren. Das sind Stahlringe, oder? Weil, oder sind das auch Aluringe? Das sind Aluringe. Alu. Okay. Wunderbar. Frei beweglich. Ja, das Fuß macht dem absolut nicht mehr richtig, gar nichts. Oder? Das ist doch bei den. Die Füße, die sind jetzt eigentlich ausgewachsen. Ja, die wachsen relativ schnell. Ja, ein bisschen vielleicht noch, aber reicht ja auch, ne? Reicht auch, ja. Das hier ist, für die Rabenkrähen reicht's. Ja, genau. Da sind hier einige Rabenkrähen und eigentlich hier die Straßentauben hier auch ganz beliebt bei diesem Paar. So, jetzt krieg ich schon noch den. Der kriegt hier übrigens zwei Ringe. Der Metallring ist für die Vogelwarte. Und der. Ist das ein Plastikring? Nein, das ist auch ein Alu-Ring. Auch Alu. Der ist für die Wiedererkennung im Feld. Da muss man den Vogel nicht mehr fangen. Die sind ganz schön schwer zuzukriegen, die Dinger. Die nächste Charge wird dann dünner hergestellt. So, aber das passt doch jetzt. Ein bisschen schließen. Das ist auch nicht so schlimm, wenn er noch so ein kleines bisschen aufsteht. Wunderbar. Der ist jetzt ganz ruhig, ne? Ja. Ja, so ein
Das ist halt Deckel über dem Kopf. Genau, tut immer ganz gut. Über dem Schädel. So, jetzt kommt noch mal der unangenehme Teil. Ja, ja, du kannst es schon erahnen. Das ist ja auch zu seinem Wohl oder ihrem. Ja, das ist hauptsächlich wissenschaftlich. Und wenn die das jetzt hätten, dann würde ihnen das jetzt auch nicht mehr viel. Das stimmt. Aber hier sind natürlich wichtige Daten. Weil gerade der Uhu als Spitzenprädator, halt, jetzt müssen wir noch ganz wichtig, kannst du mir mal den Kuli geben? Ja. Die Ringnummer draufschreiben. Habe ich fast vergessen. Das ist natürlich doof, wenn man das nicht weiß. 30515. Tiefkühler. Wenn ich es zukriege. Wunderbar. Bibi. Das darfst du auch. Zurück. So. In die Ecke. Ja, schön verstecken. Kann man noch mal 2 Stunden schlafen, bevor es die erste Rabenkrähe für heute Nacht gibt. Genau. Oder hier Rattenbeckenknochen. Das ist hier eigentlich die Hauptbeute neben den Rabenkrähen und den Haustauben bzw. Stadttauben. Ja, ansonsten sieht man hier noch Teil von einem Brustbein von einem Vogel, wahrscheinlich eine Taube. Ja, das untersuche ich dann alles später. Wenn die Vögel dann raus sind. Das jetzt alles zu machen, wird sowieso keinen Sinn ergeben, sonst ist dann später mit Doppelzählungen die Gefahr zu groß. Ja. So, das war's schon. Dann gibt es noch ein wenig Papierkram zu erledigen, damit klar ist, zu welchem Vogel welcher Ring und welche Kloakenprobe gehört, und schon ist die Beringung abgeschlossen. Die Jungvögel haben jetzt sozusagen immer eine Art Personalausweis plus Lebenslauf dabei, mit denen sich viele spannende Erkenntnisse erschließen lassen. Die Beringung von Uhus hat schon Tradition und konnte zur Lösung vieler Rätsel rund um den Uhu beitragen. Trotzdem wollte ich den Experten fragen, warum er das denn macht und ob das wirklich nötig sei. Ja, im Rahmen der AGW wird ja schon sehr lange, werden da die Uhus beringt. Nötig, also den Uhus selber, die brauchen das vielleicht nicht, aber das sind natürlich wertvolle wissenschaftliche Daten, jetzt gerade wenn es um die Dispersion der Jungvögel geht, wohin fliegen die, wie weit fliegen die, wie ist da die Wiederfundrate, wie viele Junguhus überleben. Wie viele die meisten Wiederfunde sind, leider eben durch Todfunde natürlich. Aber wir seit etwa 3 Jahren, glaube ich, beringen wir jetzt auch mit Farbringen. Das heißt, es ist auch am lebenden Tier im Feld eine Wiedererkennung möglich, was natürlich dann, wir auch erhoffen uns dann erhöhte Wiederfundraten und dann natürlich auch Individualerkennung von Uhus an Brutplätzen, sodass man immer weiß, okay, hier ist der Uhu brütet hier, und so kann man halt die Wanderbewegungen nachvollziehen, und es sind halt einfach sehr, sehr wichtige wissenschaftliche Daten, die da erhoben werden, und deswegen kriegen die einen Ring an Fuß, die kleinen Uhus. Luca möchte mir jetzt noch einen ganz speziellen Uhu-Brutplatz zeigen. Er hat in der Nähe einen bodenbrütenden Uhu gefunden. Dort beobachten wir nur kurz, die Kamera hole ich nicht raus, um nicht zu stören. Stattdessen ziehen wir uns schnell wieder zurück und sprechen noch ein wenig über die Brutplatzwahl, Nahrung und natürlich die Erfolgsgeschichte der Rückkehr des Uhus.
Die Uhu-Dame ist die vom Rätsel zu Beginn des Videos. Schaut nochmal genauer hin, könnt ihr sie entdecken? Wenn man näher heranzoomt, sieht man erst ein kleines Federohr bzw. ein großes Federohr und dann den ganzen Kopf des Uhu-Weibchens. Gut getarnt, aber das muss sie auch sein. Wildschweine würden sich über ein paar Eier oder kleine Jungvögel sehr freuen. Als Brutplatz sind sie noch sehr, sehr vereinzelt tatsächlich bei uns jetzt am südlichen Oberrhein. Also da gibt es eigentlich fast keine wirklich urbanen Brutplätze. Aber die Jagdreviere, die sind ganz klar im urbanen Raum und auch eben jetzt hier, wir sind hier in der Idylle quasi. Aber die Uhus, die hier jagen, die gehen strikt in die Stadt und holen sich da die Dohlen aus der Kirche, die Tauben von den Dächern und eben die Ratten aus den Hinterhöfen. Weil einfach, es ist leider so, dass bei uns die Feldflur, da ist halt nicht mehr so viel, ne? Also, ich glaube, du hast es auch in einem Video schon angesprochen zu den Vögeln des Offenlandes. Da ist einfach nicht mehr viel zu holen. Rebhühner war früher auch eine sehr verbreitete Uhu-Beute. Da gab es teilweise Studien zu, dass irgendwie 90% der Beutemasse Rebhühner waren von Uhus, weil es davon einfach so viele gab. Aber das ist leider nicht mehr so. Wir haben quasi, ja, extrem intensiv genutzte Landschaft und da sind natürlich die urbanen Räume mit dem Ressourcenüberfluss, den wir uns hier habhaft machen, mit dem ganzen Müll und allem, da ist natürlich viel mehr zu holen. Eben Ratten, Igel, Stadttauben ganz vermehrt, Rabenkrähen, Saatkrähen, Dohlen und so weiter. Auch die ein oder andere Hauskatze mal so ein bisschen zwischendurch. Unsere Uhus brüten also überwiegend noch in weltlichen Gebieten mit Steinbrüchen oder an natürlichen Felswänden. Sie stoßen aber zur Jagd immer mehr in die Städte vor. Dort gibt es ausreichend Nahrung, die dazu auch noch leicht zu erbeuten ist. Das war allerdings nicht immer so. Der Uhu war bis vor einigen Jahrzehnten in Deutschland fast ausgestorben und konnte sich erst in den letzten Jahren wieder enorm ausbreiten. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Die gibt's. Ja, sagen wir mal, ja, gibt's schon, aber es gibt's nicht so häufig im Naturschutz, dass das wirklich so rapide nach oben geht. Der Uhu, der war natürlich, früher ging man natürlich mit Prädatoren ganz anders um. Wolf, Luchs, Bär, die wurden alle ausgerottet und so eben auch der Uhu. Der war natürlich auch Konkurrent für die Jäger, der hat die Fasane, die Rebhühner eben, wie gesagt, und Stockenten, was sonst noch alles, auch Jagdbeute war. Und man hat ihm natürlich auch angedichtet, dass er Rehkitze nimmt und sowas auch ab und zu. Aber das ist natürlich, hat natürlich auf den Bestand absolut gar keine Auswirkung. Und so hat man den halt rücksichtslos verfolgt. Und dazu kam noch, dass er eben auch bei der Jagd benutzt wurde als sogenannte Hütten-Uhus. Die hat man einfach aufgepflockt auf einer Wiese zum Beispiel. Und Uhus sind natürlich der Todfeind aller Greifvögel und Krähenvögel und eigentlich aller Vögel, die hassen auf die. Die umfliegen die dann und schreien die an und alles. Und dann ist es natürlich super easy für die Jäger, die dann nämlich in ihrem Ansitzhäuschen sitzen, die knallen die dann einfach quasi ab. Der lockt die quasi an. Und dafür wurden dann auch ganz viele Uhus ausgehorstet. Halt eben die Jungvögel aus den Nestern gestibitzt und aufgezogen als Hütten-Uhus. Das sind so die Gründe, warum es dem so schlecht ging und dann eben in ganz Baden-Württemberg eigentlich ausgestorben war, bis aufs hintere Donautal. Da haben einzelne Brutpaare überlebt und da haben dann auch Wiederansiedlungsprojekte stattgefunden. Ja, und so hat sich dann der Uhu über die letzten 30 Jahre, kann man sagen, jetzt hier im Raum sind es eher die letzten 10 Jahre, wirklich rapide erholt. Also wir hatten hier in Lahr jetzt die erste Brut 2009 wieder und das ging dann rapide nach oben. Letztes Jahr hatten wir hier allein 18 Jungvögel, die ausgeflogen sind und das ist schon eine enorme Erfolgsgeschichte. Aber wobei man da sagen muss, da haben wir jetzt gar nicht so viel dazu beigetragen, weil also der Bedarf an Hütten-Uhus ist nicht mehr so da. Diese Jagd existiert nicht mehr, weil man darf Krähenvögel schon noch, aber Greifvögel darf man nicht mehr jagen. Das heißt, man braucht auch keinen Uhu mehr, den man irgendwo hinflocken kann. Das heißt, der hat sich einfach dann
von selber wiederholt, aufgrund dessen, dass der Uhu halt ein extremer Generalist ist. Der kann am Boden brüten, haben wir gerade vorhin gesehen, wir waren gerade an einem Bodenbrutplatz. Den würde man normal als Normalsterblicher nie finden, sage ich mal. Das ist total versteckt, aber der kann auch in alten Mäusebussardhorsten brüten, der kann in unterschiedlichsten Felsformationen brüten, das ist ja so der Klassiker. Und aufgrund dessen hat er sich dann einfach, und dazu kommt natürlich noch der Beutegeneralismus, eben wie gesagt, er nimmt alles, was viel da ist, von der Größe von Maus bis eben Ratte und Igel. Und aufgrund dessen hat er sich dann selber wieder ganz von selber wieder verbreitet und ausgebreitet. Das geht bei anderen Arten nicht, die dann eben so spezielle Lebensraumansprüche haben, wie jetzt zum Beispiel ein Kiebitz oder so. Für die ist das nicht so einfach, weil die brauchen halt eben ihre Feuchtwiesen und so. Aber der Uhu, der frisst quasi alles, der lebt überall. Für den ist das gar kein Problem. Wenn wir den nicht aktiv verfolgen, dann steht dem absolut nichts im Wege. Und das hat man auch dann eben gemerkt, dadurch, dass der dann eben so rapide wieder zurückgekommen ist. 2024 ist ja immer noch, oder beziehungsweise die Zahlen für 2024 kennen wir noch nicht, aber Stand 2023 ist ja noch kein Wachstumsende in Sicht. Nein. Kann man das irgendwie einschätzen, wie sowas weitergeht, beziehungsweise auch wann irgendwann mal so ein Punkt erreicht ist, wo so eine Population gesättigt ist? Was passiert dann? Ja, das fragen wir uns immer wieder. Also jedes Jahr werden da die Ergebnisse publiziert und heißt es, ja, jetzt haben wir wahrscheinlich die Plateauphase erreicht und dann kommt das nächste Jahr wieder und dann ist wieder der neue Rekord gebrochen. Letztes Jahr war wieder ein absolut super Jahr. Im Jahr davor, 2022, ist es extrem eingebrochen. Da hatte ich hier in meinem Untersuchungsgebiet tatsächlich nur eine Brut. Und das war die hier. Das war das Brutpaar hier. Das Bodenbrutpaar hat hier tatsächlich zwei Jungvögel aufgezogen. Und alle anderen haben nicht gebrütet. Aber da ist, also, die Brutplätze mit einer extrem hohen Habitatqualität, sage ich mal, also jetzt wirklich Steinbrüche im Wald, wo die Störungsfrequenz oder das Risiko einer Störung extrem niedrig ist, die sind eigentlich alle besetzt. Jetzt geht es halt darum, ob der Uhu so den Übersprung schafft in eben diese suboptimalen Brutreviere, wo sie dann eben vielleicht in Mäusebussardhorst müssen oder wie hier am Boden brüten müssen. Oder also zum Beispiel in der Rheinebene, die Rheinwälder, die sind nur sehr, sehr sporadisch besiedelt. Und da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Und ich denke, die Plateauphase ist noch ein bisschen hin. Also, und wir werden natürlich auch immer besser, wir als Uhu-Erfasser, wir sammeln Erfahrung. Ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr 10 Jahren, seit 9 Jahren intensiv mit dem Uhu. Und wenn die Erfasser besser werden, dann werden natürlich auch die Zahlen höher. Das heißt ja nicht, dass die Uhus jetzt irgendwo herkommen, sondern die waren vorher schon da. Nur wir haben es jetzt geschafft, sie zu erfassen durch eine bessere Dateninfrastruktur, durch bessere eben Skills, die man sich angeeignet hat in der Erfassung. Und das macht natürlich auch noch was von diesem rapiden, exponentiellen Wachstum aus. Das muss man ganz klar dazu sagen. Dadurch, dass der Uhu sich wieder weit ausgebreitet hat und viel häufiger geworden ist, werden natürlich auch die Populationen einiger seiner Beutetiere erheblich unter Druck gesetzt. Aus verschiedenen Richtungen werden die Forderungen laut, in die Populationen des Uhus einzugreifen. Luca sieht das eher kritisch. Der Mensch meint öfters, dass er irgendwo eingreifen muss. Das ist leider sehr häufig so. Das ist aber meistens natürlich nicht zielführend. Klar, es gibt, also zum Beispiel hier haben wir es, dieses Brutpaar hat sich 2022 ganz stark auf Dohlen spezialisiert. Da hatte sich eine kleine Dohlenkolonie hin. Jetzt wimmelt gerade die Kirche, wo die Dohlen drin sind, genau. Diese Kirche, da waren, wie viele Brutpaare werden das gewesen sein? 5, 6 Dohlenbrutpaare. Ja, und da haben sich halt über das Jahr hinweg hier die Uhus bedient und seitdem gibt es hier quasi keine Dohlen mehr in der Kirche. Wir haben jetzt heute zum ersten Mal wieder eine Dohlenfeder am Uhu-Rupfplatz gefunden oder beziehungsweise im Uhu-Revier. Also es sind wohl wieder Dohlen da und jetzt ist wieder eine weniger da, weil die ist jetzt offensichtlich im Magen gelandet.
Also es gibt schon solche lokal sehr begrenzten Einflüsse eben durch dieses Spezialisierungsverhalten, dass eben der Uhu merkt, okay, ich komme hier ganz easy an diese Dohlen ran, die übernachten wahrscheinlich irgendwo da an der Kirche am Gemäuer oder so oder an den Kästen, wo sie dann auch easy reingreifen können. Und dann nutzen die das aus und dann, ja, dann ist halt lokal mal die Dohle eben nicht mehr in der Kirche vorhanden. Das ist natürlich... Ja, das ist für die Dohle nicht so schön, aber das sind auch natürliche Prozesse. Die muss man auch, wenn es einem jetzt, sagen wir mal, man ist ein Orni, der sehr ein großer Dohlenfreund ist und sich seit Jahrzehnten mit Dohlen beschäftigt, so wie ich mich vielleicht mit dem Uhu beschäftige, dann ist das natürlich nicht so erfreulich, aber das ist halt die Natur. Und der Uhu ist ein Spitzenprädator und der gehört genauso in unsere Natur wie jeder andere Vogel auch. Und damit müssen wir uns auch mal ein bisschen emotional distanzieren und sagen, ja, so läuft das halt in der Natur. Ne? Und zum Beispiel wieder hier das Beispiel, das Paar hier ist ein bisschen berüchtigt. Das hat hier auch mal das war sogar dieselbe Brutsaison 2022, 4 Wespenbussarde, also 4 Altvögel im Frühjahr erbeutet. Und dann gab es eben in 2022 und 2023 hier in der Umgebung keine Wespenbussarde-Reviere. Das ist natürlich, wir können jetzt hier nicht mit Wespenbussarden um uns werfen. Das sind jetzt auch eher ein seltener Brutvogel hier. Ist natürlich auch nicht so schön, aber gehört halt eben auch zur ganz normalen Dynamik der Natur dazu. Und eben letztes Jahr waren wieder welche da. Und da darf man auch jetzt nicht irgendwie dann mit der Flinte kommen und so und... Ja, da muss man einfach ein bisschen eben sich distanzieren und das Ganze als Großes und Ganzes betrachten.